Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Mario Kart 8. Im Grand Prix sind wir immer noch angelangt. Ich habe ja gesagt, dass ich alles einmal durchspielen werde. Wir nehmen noch Bowser vom letzten Mal. Wir haben ein neues Motorrad freigeschaltet. Das kann ich so überhaupt nicht abhaben. Wie ihr aus dem letzten Part wisst, sind Motorräder so gar nicht meins. Deswegen habe ich es auch nur zum Silberpokal geschafft und noch nicht mal einen Stern geholt. Das werde ich aber noch nachholen, definitiv. Aber das alles im Kleinen und Stillen und schweigend. Und ja, wir werden jetzt den Sterncup nochmal angehen. Ich hoffe, dass es jetzt besser läuft mit dem Kart. Sollte es eigentlich. Also wie gesagt, das Motorrad, es hat seine Vorteile, weil es viel enger die Kurven fahren kann. Ja, aber man muss damit erstmal umgehen. Ich denke mal, das ist das große Geheimnis und da ich jetzt so viel mit Kart gefahren will, will ich meinen Vorteil da nicht aufgeben. Sonnenflucker, eins meiner Lieblingsstrecken hier sogar. Ich mag es sehr gerne. Und wir werden jetzt erstmal versuchen, Gas zu geben und uns abzusetzen. Oh, falsche Richtung. Juhu! Dann nimm mir genau die Münze da weg. Wow. Ja, nee, ist klar. Warum trifft mich diese Grüne ausgerechnet jetzt in diesem Moment? Geh weg. Meine Münzen. Jawohl! Und ich habe eine Piranha-Pflanze. Gar nicht mal so schlecht. So, mal gucken, ob die mir was bringt. Komm schon. Fress doch da irgendeinen. Jawohl! Wenigstens Mario habe ich erwischt, aber Baby Luigi müsste das vor mir sein. Ne, das ist normaler Luigi, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht, also er sah auf diesem Kart so klein aus, deswegen dachte ich, es wäre Baby Luigi, aber es muss nicht unbedingt Baby gewesen sein. Ihr seht auf jeden Fall schon mal, dass ich hier besser mit dem Auto klarkomme wieder, also mit dem Kart, als mit dem Motorrad. Oh ne, jetzt hat er mir meine Bananenschale geklaut. Ach, die sind wieder direkt hinter mir, ne? Ist ja schrecklich mit denen. Und wir haben erst Runde 2. Ja, das lief irgendwie gar nicht gut. Bumerang! Nein, immer auf die Kleinen. Komm, nimm die Münze dann noch an dich. Ja, das hat jetzt überhaupt nicht gefunktioniert. Verdammter Mist. Na, jetzt klau mir doch nicht meine Münzen, du Idiot. Ja, so eine Grüne kann echt... das kann nach hinten losgehen, Mario. Das kenne ich, das Gefühl. Wow, einmal ausweichen bitte. Und eigentlich müsste ich es jetzt geschafft haben. Mario ist ziemlich weit hinter mir. So, wir schicken noch eine Grüne ab. Vielleicht treffe ich ja jemanden. Sieht nicht so danach aus. Egal, der erste Platz ist uns sicher. Das ist erstmal mein höchstes Anliegen, dass ich hier wieder auf Goldkurs komme. Nicht, dass ich schon wieder eine Silbertrophäe hier mir abliefer. Delfin-Lagune, einer meiner weniger beliebten Strecken, definitiv. Vielleicht sollte ich jetzt aber auch nicht zu viel verraten. Ihr guckt euch das die ganze Zeit an, wollt dann gegen mich online spielen und wisst, welche Strecken ich mag und welche nicht. Meh, 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 meh. Komm, die Münzen will ich jetzt einsammeln. Ah, ich habe eine verpasst, verdammt. Okay, das hat nicht so hingehauen, wie ich wollte. Jetzt wieder hier auf seinem Rücken fahren, das kennen wir ja bereits. Halt, ich wollte die Münze da noch mitnehmen. Was willst du denn jetzt hier die ganze Zeit? Nein, 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 nein. Darf ich mal, Kollege?
Au, mit was hat er mich denn jetzt getroffen? Oh. So einfach geht das, Kollege. Wer nicht hören will, dem wurde gefühlt. Oder so ähnlich. Wow, wow. Ich hab's gesehen. Ich musste nur eben ausweichen. Das gibt's ja gar nicht. Wow, juhu. Oh, da habe ich was verpasst. Nein, nein, ich hab's gesehen. Jetzt überhol mich doch hier nicht die ganze Zeit, Kollege. Außerdem bin ich nicht dein Boss, hä? In Super Mario 3D World würdest du mir jetzt hier nicht in den Rücken fallen. Wieso habe ich die grüne abgeschossen? Die war doch eigentlich viel besser als eine Banane. Okay, ich kriege hier wieder eine grüne. Wow. Hier versucht einer mich abzuschießen mit einer grünen. Toll, jetzt habe ich einen Teil Mario am Arsch. Ja, das war jetzt weniger gut. Jetzt die Münzen hier einsammeln. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe auch die ganze Zeit jemanden am Arsch, ey. Freut mich natürlich für denjenigen. Irgendjemand ist mir hinten reingefahren. Das ist auch schön. Dann habe ich weniger Arbeit. Jetzt hoffe ich nur, jetzt kommt nichts Blaues oder sowas. Dann wäre ich jetzt fuchsteufelswild. Aber das sieht alles im grünen Bereich aus. Juhu, wir wurden wieder Erster. Okay. Noch ist die Gold-Trophäe nicht sicher. Wir haben aber mit 30 Punkten einen großen Vorsprung. Also 9 Punkte. Also wir könnten zweimal Zweiter werden. Es wird uns nichts passieren. Einmal Zweiter, einmal Dritter wird schon sehr eng. Dann müsste ich nämlich... Ich glaube, dann lasse ich 8 Punkte liegen. Das wird sehr eng. Aber erstmal in Discodrom. Auch einer meiner Strecken, die mir eher liegen. Ja, komm, lande. Ach, verdammt. Das lief jetzt nicht so gut. Ah, oh, was hat der denn jetzt gehabt? Immer auf die Kleinen, oder was? Nein! Was? Oh, das hatte ich jetzt irgendwie überhaupt nicht vor. Moment, hier ist so ein Beschleuniger, den nehmen wir mit. Wir sind aber nur Zweiter. Dieser blöde Mario! Mann! Wieso kommt genau jetzt in diesem Moment so eine blöde rote, ne? Naja, ich krieg das schon noch hin. So leicht gebe ich hier nicht auf. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, immer diese roten. Die nerven jetzt so langsam. Was? Die schießen mir hier die Hütchen vor? Das ist unfair. Das ist sowas von unfair. Aber wir sind noch Erster. Irgendwas scheint die da aufgehalten zu haben. Das ist für uns nur vorteilhaft. Dann haben wir ein bisschen freie Fahrt, obwohl da schon einer kommt. Komm, auf zur letzten Runde. Wenn wir hier noch Erster wären, dann haben wir vielleicht sogar die Möglichkeit auf 3 Sterne. Das wär's doch. Irgendwie... Ja, jetzt geht's um alles und ich verhaspel hier die ganzen Kurven, oder wie? Komm, gib Gas. Irgendwas wollte... Ach nee, das bin ich selber. Ich denke schon gerade, irgendwas kam da doch. Ja, ja, dann trifft mich halt die rote. Das ist mir jetzt auch egal. Solange jetzt nicht diese Bananenschale da ist. Ja, wunderbar. Wir sind Erster. Mit einem guten Vorsprung sogar. Also hätte ich nicht gedacht. Und wir haben jetzt...
12 Punkte Vorsprung auf Mario. Das bedeutet, theoretisch reicht es, wenn wir Neunter werden oder so. Müsste, glaube ich, ungefähr, ich sag mal ungefähr. Kommt natürlich auch immer darauf an, wo Mario ist. Also wenn Mario nur Zweiter wird, dann ist es egal, wo wir landen. Können wir auch Letzter werden mit den 0 Punkten. Aber nicht auf dieser Strecke. Nicht auf Varios Abfahrt, um Gottes Willen. Das ist... Ich mag diesen Cup, diesen, wo sind wir gerade? Blumen-Stern-Cup. Hat ein paar sehr interessante Strecken. Nein, Tiefschnee. Nicht gut. Aua, fahr mir doch nicht in die Karre, Mario. Hörst du wohl auf damit? Jetzt komm. Ach komm, nicht schon wieder, Mario. Ich muss hier diesen Typen da aufhalten. Wir haben jetzt keine Runde, wie du weißt. Immer auf die Kleinen, gibt's doch gar nicht. Baby Mario, was willst du denn hier eigentlich? Komm, ich will da links. Das hat überhaupt nicht hingehauen. Verdammt. Komm, gib Gas. Gib einfach Gas. Oh, die sind zu weit weg schon. Nein, was war das denn jetzt? Hier, erstmal die loswerden. Ich will ein besseres Item. Ein Pilz, ja super. Komm her. Oh, jetzt habe ich die Grüne fast eingeholt. Gibt's da gar nicht. Wehe, wehe, jetzt kommt der Sterntyp da an. Dann kriege ich hier die Krise. Ich wollte 3 Sterne und nicht gerade so eben die Goldtrophäe erhalten. Ja, toll. Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich soll. So, wir sind auf jeden Fall alle dicht aneinander. So viel sei schon mal gesagt. Jetzt geht's auch ins Finale. Oh, ich sehe natürlich nichts. Das ist ungünstig. Gerade bei diesem Slalom hier. Müssen wir mal weg. Darf ich mal vorbei? Ich will diesen Typen da aufhalten. Und hört auf, hier mir irgendwas in den Rachen zu schmeißen. Bleibt ihr wohl weg da mit euren. Komm, den muss ich jetzt optimal einsetzen. Wehe, wehe, du schmeißt die Grüne nach hinten, Kollege. Komm schon! Jawohl, jawohl, jawohl! Jawohl! Ich hab's geschafft! Ja! Also das war mitunter eins der schärfsten Strecken, die ich hatte. Boah! Ich meine, wir wären so oder so Erster geworden. Das nicht, aber ey, jetzt hab ich's geschafft, nochmal 3 Sterne zu schaffen. Ich bin ganz außer Atem. Gibt's doch gar nicht. Und weh, das gibt jetzt keine 3 Sterne. Also ich habe Erster. Was wollen die mehr? Also für 3 Sterne muss das reichen. Definitiv. Sonst gebe ich hier langsam auf. Das war eine interessante Strecke, definitiv. Aber ich fand dieses... zum Schluss, diese Vario-Abfahrt eigentlich viel besser. Ich glaube, das werde ich mir auch nochmal speichern als Video. Als besten Video. Und vielleicht werde ich das auch nochmal online stellen. So als kleines Highlight. Weil das war bis jetzt das schwerste Rennen, was ich je hatte. Ja, wunderbar. Mehr wollte ich doch gar nicht. 3 Sterne und die goldene Trophäe. Also bestens. Wir haben jetzt zwar nicht genug Münzen gesammelt für ein neues Teil, aber das interessiert mich jetzt eher weniger, zweitrangig. Wir haben es geschafft, jetzt im dritten Cup endlich mal wieder das zu erreichen, was wir die ganze Zeit wollten. Gold und 3 Sterne. Deswegen hoffe ich, euch hat dieser Part einigermaßen gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten von Mario Kart 8 wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dahin.